Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei Geralt. Es ist die Mittagsstunde. Wir sind im Dörfchen Weißgarten, so heißt es, glaube ich. Und wir sind gerade dabei. Was soll ich machen zum Teufel? Ja. Was? Ich weiß ja auch nicht. Wir sind gerade dabei, diesen Ort ein bisschen zu erkunden, mit den Leuten zu sprechen. Was ist mit deinem Gesicht passiert? 50 Jahre. Ja, da kam ein ganz böses Monster und es hat alles aufgekratzt. Pass schön auf, dass dir das nicht auch passiert. Okay, aber jetzt hier auf zum Schmied. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Tut mir leid. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Okay, also auch hier die übliche Angst vor Anderlingen, die Fremdenfeindlichkeit. Ein Thema, das uns immer wieder begegnet ist. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Steht's? Viel Glück! Na gut. Dann probieren wir das doch direkt mal. Da wir hier schon sind, können wir eigentlich auch diese Quest verfolgen. Was sagt sie uns dann? Durchgeknallter Brandstifter, such mit deinem Hexersinn hinter der Schmiede nach Hinweisen. Das werden wir tun. Wir gucken uns hier erstmal um. Okay, er hat wahrscheinlich alles, was ihm noch geblieben ist, hier rausgeschafft. Und übernachtet jetzt erstmal hier unter diesem notdürftigen Zelt. So, was haben wir denn hier? Wir haben erstmal hier ein paar schöne Büsche, weiße Myrte. Das ist übrigens auch eine Neuerung hier in der Next-Gen-Version, dass man hier kein Menü mehr öffnet beim Kräutersammeln. Durchaus praktisch. So, finden wir denn hier irgendwas? Okay, hier sehe ich erstmal nichts. Da sind weitere Büsche. Berberrohrfrucht und Balissafrucht, ganz nett. Aber nicht das, was wir wollten. Ah, schaut mal hier. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Ein großer Mann. Okay, folgen wir mal den Spuren. Vorsichtig. Haben wir sie verloren? Nee, hier gehen sie lang. Und hier der nächste Hinweis. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Na lecker. Ja, wie er schon sagte, kann vermutlich das gesamte Dorf sein. Trifft wahrscheinlich auf die Hälfte der Dorfbewohner auch zu. Diese Beschreibung. Aber schön hier, die Obstblüte. Muss ja irgendwie jetzt Frühjahr sein, ganz offensichtlich. Mai oder so, was macht er da hinten? Sammelt er schon Obst? Mutant, ja. Kann er nicht gleichzeitig Blüte und Erntezeit sein? Das ist ein bisschen merkwürdig. Naja, machen wir mal weiter hier. Folgen wir mal weiter den Spuren. Okay. Führt runter zum Fluss, wie es aussieht. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Nun gut, dann folgen wir. Aber ich sehe gerade, hier ist ja noch eine schöne Kiste. Ich denke, die gehört niemandem. Das können wir uns anschauen. Angel, Fischernetz und Ohren.
Verfluchtes Wild. Hat mir schon wieder die Rinde von den Bäumen gefressen. Okay, das war wohl ein Obstbauer. So, dann schauen wir mal. Ob wir hier jenseits der Brücke was finden. Hier ist nichts. Ich weiß nicht. Soll ich das Wasser schöpfen oder nicht? Wir müssen unsere Suppe mit irgendwas kochen. Aber Tosley sagt, er würde nicht mal seinem Hund das Wasser geben. Wegen der vielen Leichen. Es ist sicherlich giftig. Sicher oder nicht? Wer weiß das schon? Willst du lieber zum Brunnen in Hüttel gehen? Nie im Leben. Lieber bin ich krank, als dass ich einen Deist aufscheuche. Ah ja, schaut mal. Die sprechen über diese Brunnengeschichte. Aber sag mal, dass sie hier im Dorf selbst keinen Brunnen haben, ist merkwürdig, oder? Wahrscheinlich war das Flusswasser sonst immer sehr sauber. Aber durch die Schlacht und den Krieg ist die Gefahr groß, dass es verunreinigt wird. Von den ganzen Leichen. Das ist natürlich ein Problem. So, wen haben wir hier? Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Gut. Hat seine Stiefel im Schilf verloren. Ah ja, okay. Spur scheint wieder zurück ins Dorf zu führen. Die Spur führt wieder ins Dorf. Ich glaube, diese Pflaumen lassen meinen Magen verrückt spielen. Oh ja, bei Pflaumen muss man echt aufpassen. Darf man nicht so viel essen. Sagt mal, das ist doch hier der Typ, den wir getroffen haben, dem wir geholfen haben, ne? Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Oh, das ist ja super. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Sehr schön. Dann gucken wir direkt mal, was er so zu bieten hat. Und die Frage ist, Angel ist auch irgendwie Plunder, ne? Das könnte man eigentlich verkaufen oder zerlegen. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob was bei diesen Sachen sinnvoller ist. Zerlegen oder verkaufen. Wir werden Ressourcen benötigen. Wir brauchen aber auch Geld. Ja gut, die Sachen, die sind für unser Level noch nicht geeignet. Er hat günstig Scheuklappen. Geht nicht so schnell durch. Panikstufe des Pferdes erhöht sich. Okay. Dann Sattel. Aber ich glaube, einen Sattel haben wir auch. Können wir irgendwie vergleichen? Ja, tatsächlich können wir. Okay, der Sattel. Ah, okay, die Ausdauer ist da ein bisschen besser. Satteltaschen erhöht einfach unsere Tragekapazität. Das werden wir über kurz oder lang sicher auch benötigen. Aber auch viel zu teuer im Moment noch für uns. Waffenreparaturset. Das ist, glaube ich, günstiger, wenn man uns beim Schmied macht. Müssen wir uns aber mal angucken. Das bringt für 20 Gold 15%, muss man sich mal merken. So, und ansonsten, also Essen finde ich ja immer ganz spannend. Oder eben Wasserflasche. Ist das wirklich billiger? 21? Zwergenschnaps 48. Und Greifenabsud. Aha. Aha. Okay, das sollten wir uns auch mal merken. Das könnte natürlich im Kampf gegen den Greifen relevant sein. Aber ich würde mal sagen, wir kaufen ihm, ich glaube mal, dass seine Preise günstiger sind. Wir kaufen ihm mal die beiden Wasserflaschen ab. Das können wir, glaube ich, mit Sicherheit gebrauchen. So. Pass auf dich auf. Wir kommen hier sicher auf seine Angebote zurück. Wir untersuchen aber weiter. Beziehungsweise haben wir das schon untersucht? Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Na gut. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Ja, er war eines Tages die Geschichte verschwunden. Kennen wir jetzt also schon. Haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt. Ah, schaut mal. Oh! Er hat gezappelt und geschrien. Hier. Da haben sie ihm den Kopf abgehauen. Hier muss er sein. Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Na, dann suchen wir mal. Okay, scheint hier eine ganze Familie zu wohnen. Kinderbett mit dabei. Feuer prasselt. Hier gab es gerade Essen. Das hier ist so ein bisschen der Stallteil und Lagerteil. Ah, wen haben wir denn da? Spuren von ertrunkenen Klauen. Das muss er sein. Ganz offensichtlich. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm,
Der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles. Oh ja, sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Hab ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich geb dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Ach, nee. Nee, nee. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Okay. So, wollen wir ihn beruhigen? Ja, komm, wir müssen jetzt hier nicht... Ich meinte, der ist nun wirklich kein Gegner. Die drei, da war das was anderes. Ganz ruhig, komm jetzt. Okay, folgt er uns jetzt? Ja, tatsächlich. Ich muss mich entschuldigen. Ich gehe mich entschuldigen. Ja, ja, komm mal mit, bitte. Geh dich mal entschuldigen. Oh, das dauert aber. Oh, das dauert aber. naja, wir gehen schon mal ein bisschen vor und gucken. Suchst du Ärger? Beide mal, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goidemar. Mutant. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Kaiser M hier trinkt, dann fällt er ins Bett. Ob wir jetzt schon zum... Ob wir jetzt schon zum Zwerg gehen können? Die Hose voll. Was sagst du da? Und erzählen, dass der Typ jetzt gleich kommt? Shetty. Ah ja, sehr schön. Los, aufwachen! Was? Was ist los? Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Nap? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht! Hey, Soldat, auf ein Wort! Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Oh mein Nur Gott. Nur ein Baum. Okay. Wow. Naja. Härter konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient. Weißt du, ich hab die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Okay, sehr schön. 20 Kronen haben wir bekommen. Naja, gut. Hätte ich jetzt mir auch ein bisschen mehr vorgestellt. Okay, Kronen ist die Währung. Orenzschein. Ich glaube, Orenz müssen wir vielleicht irgendwo umtauschen. Ach, schaut mal, wir können auch den Schleifstein schon nutzen. Sehr schön. Da haben wir eine gewisse Zeit Aufwertung der Steine. Und wir gucken mal ins Inventar, was wir da jetzt noch dazu bekommen haben. Rüstungstechnischen... Eigentlich haben wir gar nichts dazu bekommen. Ich weiß nicht, was er uns hier gerade erzählt hat. Naja, gut. Aber wir können irgendwas bei ihm machen lassen. Gucken wir mal. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Ah, schaut mal. Anfertigung. Aber wir haben ja eigentlich noch gar keine Rezepte. Ist sinnlos. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Und wir gucken einfach mal so neugierigerweise, was er hier so hat. Alle möglichen Handwerkszutaten, logischerweise. Okay, da kann man irgendwann drauf zurückkommen. Mal gucken. Und diverse Schemata, aber die sind... Ja. Also, ich denke, das ist alles noch zu früh, sich für irgendwelche Geschichten hier zu entscheiden. Zumal wir auch die Stufen noch lange nicht erreichen. Und wir werden hier auch einiges in der Gegend
vermute ich, noch mal finden. Bevor wir abreisen, sollten wir vielleicht noch mal drauf zurückkommen, hier und da ein gutes Geschäft zu machen. Okay. Leb wohl. So, sehr schön. Dann gucken wir uns mal weiter um, beziehungsweise ich frage mich, und das müsste man jetzt mal über die Quests gucken, wo wir eigentlich, also das wissen wir, im Kampf gefallen, das ist da bei dem abgebrannten Dorf, sammle sie alle, ist irrelevant, aber wo ist jetzt Odolan? Ding, mit dem könnte man ja schon mal sprechen. Gucken wir mal auf die Karte, Odolan, ah, schaut mal, Odolan ist da in dem Haus hier ganz in der Nähe, da gehen wir schon mal vorbei. Mit dir spielst du Versteck. Schau mich nicht so an. Ja, okay. Ich gehe schon weiter. Odolan. Ah, die Sonnenblumen, sehr schön. Gibt's Neuigkeiten aus Vysima? Nee, aus der Richtung komme ich nicht. Diese Malven. Herrlich. Das Gestänge auf den... Ja, das ist kein Reet, ne? Das ist tatsächlich irgendwie so Stroh oder so kleines Reet vielleicht. So. Bist du Odolan? Sei gegrüßt, guter Mann. Ich habe gelesen, dass ihr Probleme mit dem Brunnen habt. Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend. Schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult. Als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung. Oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Hm. Ich meinte, sowas kennen wir schon, ne? War es The Witcher 1? Ich glaube ja, die Mittagserscheinungen dort könnte sowas sein. Okay, aber das ist natürlich eine geschäftliche Angelegenheit. Ich habe Mitleid. Aber das ist doch mein Beruf. Reden wir über meine Belohnung. Stimmt was mit der Bezahlung nicht? Ah, wir können auch falschen. Okay, alles klar. Das System ist mir noch gar nicht bekannt. Oder nicht mehr bekannt. Ja, machen wir mal hier ein bisschen drei. Wenn du mit dem Preis runtergehst, können wir uns einig werden. Gut, dann ist das geklärt. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. Jetzt fängt es an zu regnen. Wie unangenehm. Naja, mal sehen, ob wir das direkt machen. Oh, es wird richtig duster, Leute. Oh. Wir gucken uns kurz nochmal um. Ah ja. Ist das die Kranke? Nee, ach da. Ach, das kleine Mädchen. Oh Gott. Sie hat Fieber, Ohnmachtsanfälle. Ihr geht es schlecht, Meister, sehr schlecht. Ja, ja, wir müssen uns drum kümmern. Das ist ja wirklich dramatisch, wenn die das Wasser nicht aus dem Fluss holen können. Aber warum haben die keinen Brunnen im Dorf? Wow. Jetzt geht's ja hier wirklich los. Okay, wie spät haben wir es eigentlich? Wir müssen uns mal ein bisschen orientieren. Es ist schon 16.46 Uhr. Die Frage ist, was machen wir eigentlich jetzt als nächstes? Ich würde, glaube ich, noch nicht zum Brunnen gehen, sondern, ja, ich nehme mal diese Level-Empfehlung durchaus ernst, gerade auf dem Schwierigkeitsgrad. Ich würde sagen, unser Ziel ist jetzt eigentlich erstmal die Nilfgaarder Garnison.
die sich gar nicht so weit entfernt befindet. Da oben. Ja, ich denke, wir werden dort vielleicht zum Abend noch eintreffen. Insofern, Krähenauge haben wir gefunden. Da sollten wir mal schnell zu Plötze zurück. Den habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ja, und ich weiß, man kann ihn quasi... Wir sammeln Schnecken. Lass den Regen das Blut von den Feldern waschen. Oh ja. Man kann ihn quasi herteleportieren, aber das will ich nicht. Das ist so eine kleine Sache, die wir mal mit berücksichtigen. Also wenn wir ihn sehen, dann kann ich ihn holen. Wo ist denn Plötze jetzt? Hä? Wo ist mein Pferd? Kann es sein, dass beim Neuladen der weg ist? Das wird die Luft etwas ab. Okay, das ist natürlich doof jetzt für mein tolles System. Na gut, dann müssen wir ihn doch ranpfeifen. Aha, da bist du gewesen. Okay, alles klar. Ach, schade. Weiter so, Plätze. Es war so schönes Wetter hier. Wir sammeln Schnecken. Los, lauf! Okay, hier rechts kommen wir, glaube ich, nur zum Fluss. Na, wir haben noch nicht hundertprozentig alles gesehen vom Ort. Wir sind jetzt nur den Hauptweg abgegangen. Aber bei dem Wetter kam mir jetzt ein gemütlicher Spaziergang nicht ganz richtig vor. Na gut. Richtiges Gewitter hier. Und wahnsinnig viele Nilfgaarder ebenfalls hier. So. Hey! Da haben wir noch eine Hütte. Okay, die ist verfallen. Leute, wo wir gerade mal hier sind, das gucke ich mir kurz an. Also so besondere Orte. Die werden wir immer begutachten. Aber, oh, was haben wir hier? Ich höre doch was. Hier sind irgendwo Bienen. Warte mal, wo sind sie? Aha, da. Irgendwer, die Kräuterfrau, die wollte doch Honig haben. Wie kommen wir da ran? Wie? Und ich höre Wölfe. Okay, wie kommen wir jetzt an die Bienen ran? Müssen wir mit dem Schwert schlagen? Das war eigentlich ein Symbol. Nee. Okay, das ist nicht der richtige Weg. Dann vielleicht mit Feuer? Ah. Jetzt brennt der ganze Baum. Schaut mal, ist runtergefallen. Tatsächlich, 3 Honigwaben. Ja, wunderbar. Funktioniert. Habe ich jetzt gerade jemanden in Panik versetzt? Ich weiß es nicht. Gut. Ist auch noch eine Pusteblume. So, und hier haben wir den klassischen Fall, von dem ich in der letzten Folge gesprochen hatte, dass Quests auftauchen in der Nähe, ohne dass man direkt dorthin geführt wird. Und hier haben wir eine. Das weiß ich noch von damals. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Ich erwähnte es, wir werden es auf der Karte dann später sowieso irgendwann sehen und wäre ich zurückgekehrt. Aber wo wir mal hier sind, gehen wir da mal runter und gucken, was da los ist. Hey, jemand zu Hause? Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich: Meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte: Nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen, ich geb sie dir morgen wieder. Da habe ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich habe ein gutes Herz. Da habe ich sie ihm gegeben. Hm.
Die ist aber auch nicht ganz dicht, oder? Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Oh Gott, Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Du solltest lieber hier warten, nur für den Fall. Okay, eine blitzblanke Bratpfanne. Wir gucken kurz mal hier rein. Phosphor. Wir haben ja gehört, das gehört hier niemandem. Steht leer. Okay, ist es zu, aber klassischerweise müssten wir eigentlich mit Art da durchkommen, oder? Jawohl. So. Und nun? Ah, wir untersuchen erstmal alles. Dunkelstahlplatte. Ohren, okay. Verwesenes Fleisch. Wollen wir das mitnehmen? Nö. Wozu, ne? Ja, ist ja widerlich hier. Temerische Dolch. Leder. Kleiner Weles. Runenstein. Stumpfe Armbrustbolzen. Ein Schema. Sehr gut. Und herausgerissene Seite, Gabelschwanz, absolut. Sehr gut. Und da liegt tatsächlich eine Leiche. Noch ein Ruhestein. Und Öl. Okay, also das hat sich schon mal gelohnt. Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Also, die Alte hat den bestimmt mit der Bratpfanne erledigt, oder? Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Alchemistenpulver, Alkoholest, okay. Hier haben wir noch eine Truhe. Nochmal Phosphor. Okay, wir gucken mal. Da hinten finden wir noch irgendwelche Spuren. Ja. Und die Pfanne. Aber irgendwas ist hier los gewesen, was auch immer. Können wir das untersuchen? Ja. Dokumente. Fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Verbrannte Papiere. Und wenn du ein Treffen ausmachst, dann tauchst du gefälligst auf. Ich bin gekommen, hab mein Leben und das ganze verdammte Unternehmen riskiert, bin mit nichts als meinem verfluchten Schwanz in den Händen dagestanden und hab umsonst gewartet. Ich dachte, die nilfgaardischen Truppen wären besser organisiert, aber du... Sag deinem gesegneten General, dass ich und meine Leute nicht nachtragend sind und wir die Verhandlungen nicht abbrechen wollen. Aber da sich unser alter Plan in Wohlgefallen aufgelöst hat, werden es diesmal wir sein, die Zeit und Ort für das nächste Treffen bestimmen. Okay, also klingt so, als wäre das irgendwie ein illegaler Deal, in den Nilfgaarder und ein General irgendwie mit verwickelt ist. Vielleicht irgendwelche krummen Geschäfte, Beute gut verkaufen. Oder sowas? Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Ah. Okay, das Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ja, ich komme gleich raus. Roggenschnaps, Wasserflasche. Ja, schaut mal, wir können die Kerze noch anzünden. Haben wir alles? Prüf das mal kurz. Sieht ganz so aus. Ja, ich meinte immer, wir haben ein bisschen was. Das hatte ich ja auch schon geplündert, ne? Achso, ja, das Fleisch wollte ich nicht mitnehmen. Wir haben immer ein bisschen was für uns gefunden, das ist auch ganz nett. Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot.
Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Wow, gibt's wieder ein Hähnchenkeule oder was? Bratapfel, Brot, Apfelsaft. Zum Essen. Oder ein Hecht. Oh mein Gott. Wow. Ja, also das freut uns nun wirklich. Schaut euch das an. Wir gucken überhaupt mal rein. Wir haben ja einiges jetzt hier bekommen. Ob wir schon vielleicht hier was verändern können. Schaut mal. Also wir haben mit dem temerischen Dolch eine etwas bessere Stahlwaffe, die aber eine schlechtere Rüstungsdurchbohrung hat. Und zwar mit Abstand. Ich bin mir nicht sicher, ob es die bessere Waffe ist. Ich würde sagen, nein. Wir lassen das erstmal so. Den Runenstein können wir noch nicht gebrauchen, aber der ist ja richtig wertvoll. Kleiner und normaler. 220, 110. Mal sehen, wann wir die ersten Waffen mit Runensteinplatz finden. Wir gucken uns mal an, die Honigwabe. Da hoffe ich ja tatsächlich, dass die Kräuterfrau uns einen guten Preis bietet, dass wir das vielleicht dort irgendwie besser verkaufen können. Bratapfel, Apfelsaft. Oh, schaut mal, der Apfelsaft macht 15 Vitalitätsregeneration. Das ist super. Sehr schön. Sollte man es vielleicht austauschen? Der macht... Ja, das Brot ist ja sowieso doof, ne? Wir werden... Ich würde mal sagen, wir werden nur die besten Sachen erstmal reintun. Also Apfelsaft und Wasser. Das passt doch. So, hier ist ein bisschen Geld dazu gekommen. Hier nochmal als Hinweis. Ohren kann bei der Vivaldi Bank in Novigrad gegen Kronen eingetauscht werden. Okay, also das können wir jetzt noch nicht flüssig machen. Und der Rest ist einfach nur Zeug, was wir dazu bekommen haben. Aber es gab ja noch ein paar Sachen, ne? Wir haben ja hier ein Absud gefunden. Gabelschwanz-Absud. Ja. Okay. Und irgendwas war noch dabei. Der stumpfe Armbrustbolzen. Naja, Armbrüste haben wir nicht. So weit, so gut. So. Dann geht's mal auf. Wie spät haben wir es? Es ist schon 19 Uhr. Es ist Dämmerung. Ja, wollen wir... Komm, wir bewegen uns nochmal zum Lager der Nilfgaarder. Vielleicht können wir ja da die Nacht verbringen. Bin nicht ganz so sicher, ob es da gemütlich ist. Wir werden es sehen. Okay. Gegenverkehr ist schwierig hier. Schade, bei schönem Wetter war das hier alles entzückend. Jetzt sieht es doch eher unheimlich aus. Da hinten sehen wir schon Ertrunkene. Okay, also ich will jetzt nicht unbedingt immer gegen jedes Monster kämpfen, das ich sehe. Wenn es nicht gerade uns den Weg versperrt. Wir haben hier keine Aufträge. Aber was ist mit ihm hier? Er steht da hinter dem Busch. Hat er Angst vor dem Monster? Komm schon. Warte mal, den sprechen wir kurz mal an. Was ist mit dir los? Was machst du hier? Okay, wir können... Er redet nicht mit uns. Na gut, dann ist das eben so. Wo müssen wir lang? Kurzer Blick auf die Karte. Ja, wir können dem Hauptweg folgen, würde ich sagen. Ja, da ist unser Ziel. Okay, alles klar. Los, lauf! Wie viele Truppen müssen die Nilfgaarder haben, wenn die hier alles patrouillieren? Das ist ja der Wahnsinn. So, da sind die Ertrunkenen. Die gehen darüber zu der Karre. Die gucken uns später nochmal an. Ich denke, wir gehen jetzt hier Richtung Ziel. Da hinten sehe ich, was sind das, Wölfe? Die allerdings versperren uns den Weg. Ich glaube, da sollte ich ein bisschen aufpassen. Schützen uns mal. Aha, hier ist irgendwas los. Gegen Wölfe kämpft man mit Stahlschwert, wenn ich mich recht entsinne. Schauen. Zeig mir, was du zu bieten hast. Okay, das war natürlich Mist. Großartig gemacht. Oh, Level 5. Oh Gott, wir sind Level 1. Kriegen wir das überhaupt hin?
Na, kommt mal her. Das sieht so aus, als wären da Explosionsfässer, also sowas. Oh, ja, schaut mal. Ja, wunderbar. Ha! Ja, großartig. Haben wir alle erledigt? Okay. Das war ja eine solide Arbeit. Hervorragend. Dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Hundetalg. Wahrscheinlich sind die komplett zerfetzt. Felle wird es wohl nicht mehr geben. Rohes Fleisch immerhin. Wolfsleber, auch lecker. Und hier, die haben wohl irgendwie einen Händler überfallen. Guckt euch das an. Rubinstaub und Diamantstaub. Stahlbarren. Leinen, Kohle, kleine Artglyphe. Hier ist ordentlich was dabei. Ist da noch was? Altes Ziegenfell, okay. Gut. Ja. Okay, Plätze. Komm mal her. Noch was übersehen? Nö, sieht gut aus. Dann geht's weiter. Da scheint das Lager zu sein. Ist das eine alte Burg? Ein altes Schloss dort oben auf dem Felsen. Man sieht den Kamin, in die dunklen Wolken ragen. Beeindruckend. Komm jetzt. Ich dachte, das wären hier Ertrunkene. Aber nein, es scheinen Nilfgaarder zu sein, die hier Leibesübungen machen. Na, bleibt mal hier Plätze. Halt! So, was ist mit euch hier? Okay, wir sind hier bei der Garnison. Die haben aber auch eine merkwürdige Rüstung, oder? Das sieht schon irgendwie komisch aus. Ist das Leder oder was ist das? Ja, das scheint ja wie so ein Leder zu sein. So ein gewalktes. Und hier arbeiten Leute. Aus dem Dorf? Mhm. Oh, das Feuer ist ein bisschen gemütlicher. Langsam scheint der Regen aufzuhören. Und jetzt? Na gut, das ist hier wohl nur so eine Werkstatt. Die Garnison scheint oben zu sein. Guten Tag. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm! Okay. Gut. Alles klar. Das ist der Rest eines Bergfriedes. Sehr schön, dann haben wir jetzt erstmal hier... Was ist das für ein Geräusch? Ach, das ist diese Tür, die hier aufgeht. Ah, cool, dahinter ist auch noch was. Ja, dann haben wir das Lager erstmal erreicht. Ein schöner Moment, um erstmal wieder Pause zu machen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwald.